Ja, moin, da sind wir wieder. Nächste Folge am Stüssel. Das war Operation Cobra. Jetzt kommt die Festung. Spiel fortsetzen, ja. Hey, ich geh mal hier mit dem Tiger weg. Ne? Albtraum, Immer wieder. Werde ihn nicht los. Aufstehen und dann trinken, Alter. Das schon ist das besser. Beste. Ruh du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir, ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens, passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt's keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Ben, erschieß ihn! Ich versuch's! Schneller! Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. Entdeckung! Na los! Turner wird den Manövertrupp auf den Platz führen. Unser Job! Unterstützungsfeuer von der Kirche aus! Noch Fragen? Gut! Ich hab ne Frage! Jetzt nichts, Stiles! Es fängt ein goldener Stern! Los jetzt! Ich glaube, er mag mich! Für den goldenen Stern! Ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite! Alle anderen flankieren rechts! Das Haus sichern! Ist das? Rücke vor! Hä? Mörserschlag! Wir fangen! Warum steht ihr welche? Waren eigentlich gerade doch keine. Ziel auf 10 Uhr. Meine Güte. Sagen wir, was ist das für einer? Lehm oder sowas hier? Nee, ne? Doch da. Cool. Als hätte ich es. Spaß. Wagen nähert sich! Sie fallen zurück! Ach so. Ey, ist doch nicht schuld. Nehmt den Sanddeck.
sind Verletzte! Ziehen Sie sie in Deckung! Daniel, zieh sie da raus! Ich gehe in Deckung! Hört sie! Bewegung voraus! Ich kann nicht gehen! Zieh auf 5 Uhr! Ja, den halten die ganze Straße! Wir brauchen Rauch da draußen! Ah, hier! Halte durch, Kumpel! Signal! Ich sehe nichts. Was soll ich den noch ziehen? Hä? Ach, leck mich doch alle hier. Hier, nee. Achso, soll ich heute nicht, ey. Ganz ehrlich, ey. Nee, kein Problem, ey. Ja, jetzt noch ein Anschlag hier. Weg hier! Daniel, sonst entgeht das Ich hab den sicher gezogen, den Affen. Sie nehmen die Tür. Verstanden! Ist der Signalrauch bereit? Daniels, hab einen Verbandkasten. Ja, dann werf rüber. Nichts verschwenden. Kommen Sie, haben keine Kirchentür. Ziele. Wo sind Sie hin? Sie müssen geflohen sein, als wir uns gehört haben. Die Deutschen haben Vorräte zurückgelassen. Aufstocken, bevor wir zum Turm gehen. Hey, was? Wieso gehen Juden nicht in die Kirche? Wir haben Synagogen. Weißt du was? Vergiss es. Wieder was? Scheiße! MG im ersten Stock. In Deckung. Runter! Runter! Hab ein! Erster Stock! Rausschalten! Wen sind geflohen? Bringt das überhaupt was? Stopp. Ja! Auf den Boden! Auf die Flanke achten! Auf Entdeckung! Gehen wir! Ja. Brauchen den Verbandkasten! Wo kriegt der die alle her, Alter? Bewege mich zur Tür! Leute, schießen unsere Jäger ab! Sergeant, Aiello, brauchst du auch die Kanonen? Ja, Sergeant! Daniel, Stiles, mitkomm, wir geben vom Turm aus Deckungsfeuer! Bin froh, dass du da oben aufpasst! Kein Druck! Keine Sorge, ich gebe dir Deckung! Hoffentlich! Hoffentlich. Alle Mann die Treppe rauf! Bewegung! Halt! Ach nee. Leiter rauf! Ja, das soll wie schlau sein, ja? Weg von dem Fenster! Wollen Sie unsere Position verraten? Natürlich. Ihr habt hoffentlich keine Höhenangst. Würde das was ändern? Nein! Na los! Nein!
wird es ändern. Nein! Alter, wie hoch ist denn diese Leiter? Ja gut. Ich krieg hier noch auf Schaschmann ab! Bereithalten! Okay, es geht los! Geben Sie Unterstützungsfeuer, damit Sie diese Flachs aushalten können! Deutsch am brennenden Auto! Sauber! Schalten Sie die Deutschen aus, die sonst den Weg zur Flak versperren! Nicht schlecht! Feinde, erster Stock! Scharfschützen erledigen! Beinahe erwischt! Deutsche, linke Flanke! Da ist noch eine Flak auf dem Hof! Unbemannt! Im Auge behalten! Sie sind in der Nähe! Verdammt! Flammenwerfer! Ich sehe ihn! Herr Wurst. Der steht nicht mehr auf! Kümmern Sie sich um den Rest! Feuer! Von irgendwo beschossen, Alter. Auf Schaschmann achten! Bereit halten! Okay, es geht los! Geben Sie Unterstützungsfeuer, damit Sie diese Flachs aushalten können! Deutschland, brennt den Rücken! Absehen! Schalten Sie die Deutschen aus, die sonst den Weg zur Flak versperren! Immer noch Feinde neben dem brennenden Rücken! Hab einen! Ey, wegen einem oder was? Wegen einem! Ne, also. Muss dann okay, unbedingt los. Hier. Geben Sie Unterstützungsfeuer, damit Sie diese Flasche aushalten können! Okay, jetzt machen wir das mal ganz schnell, ja? Deutsch am brennenden Auto! Nur noch zwei! Flachschützen im Gebäude! Da ist noch eine Flak auf dem Hof! Unbemannt! Im Auge behalten! Sie sind in der Nähe! Kümmern Sie sich um den Rest! Feuer! Nur noch zwei! Halbkettenfahrzeuge fahren auf den Platz. Sie nageln unsere Jungs fest. Auf ihre Geschütze feuern. Eine zerstört, zwei übrig. Sie haben Sassmann eingekesselt. Gesichert. Sie kommen den Flachs näher. Deutsche auf den Dächern. Wir können ihnen die Dächer nicht überlassen. Der steht nicht mehr auf. Da drüben hinfeuern!
unsere Jungs beschützen! Dann läuft hier immer so eine Zeit ab, habe ich gesehen, so mit drei. Ach stimmt, hier hat auch eine Fertigkeit. Doppelabschluss. Ja, ich sehe es schon. Sie werden von hinten beschossen. Halbkettenfahrzeug ist ihnen. Knapp vorbei. Was verdammt war das? Was kann das sein? Weiter so. Geben Sie Deckung, damit Sie Sassmann helfen können. Ich sehe nichts. Hält mir noch den Gegner. Ah! Ich hab dich! Ich ruf's ab! Nein! Achtung! Aus dem Weg da! Raus da! Schneller! Heilige Scheiße. Hab ich vielleicht Flügel, Private? Nein, Sergeant. Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel. Ach, Scheiße. Ich habe da drin zwei Männer verloren. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese Kanonen zerstören. Na los. Ich kann Sassmann nicht sehen. Verdammt. Vor dem Einsturz waren Sie noch zusammen. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist diese Position zu halten. Was? Hä? Wo? Die Deutschen dürfen hier nicht hoch. Ich hab noch mehr Granaten, falls nötig. Sie kommen in unsere Richtung. Wirf schnell rüber. Einfach. Die Position halten. Ungeschützte Deutsche. Na los, wir verlassen das Gebiet. Er war Position halten. Alter, hab ich ihn getroffen. Was soll ich noch alles machen jetzt? Reit! Position halten! Die P-47er kommen!
ich jetzt gestorben? Justin! Alles erledigt. Gute Arbeit, Männer. Sie haben alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sarge. Daumen hoch. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Also rein theoretisch gesehen ist das ein richtig... Wenn die Mittlers Kopf auf dem Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay, bin dabei. Krass, was der Typ für Sachen macht. Der ist wir haben Marigny erobert. Ja. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. Krass, Alter, weißt du, das ist ein richtiger Krieg, ne? Und rein theoretisch gesehen, wenn du da zwei Männer verlierst, ne, Alter, dann kannst du doch von Glück reden, dass es nicht mehr waren. Eigentlich sozusagen. Ja, Heldentaten, das war das, wo ich den Typen da in Sicherheit ziehen muss, was ich auch eigentlich getan habe. Aber gut, ich meine, habe ich gesagt, dass ich den da falsch hingezogen habe? Ich meine, ja, das habe ich gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Haut rein.